Hallo und herzlich willkommen hier bei Kingdoms of Amalur Reckoning. Ich habe gerade ein wenig mich so umgeschaut ohne Fraps. Man sieht schon den deutlichen Unterschied zwischen 30 Frames und 60 Frames. Muss ich schon sagen. Aber ist jetzt nicht so wild. Ja, Kingdoms of Amalur Reckoning. Ich guck erstmal. Was muss ich denn machen? Ich muss. Was wollte ich denn nochmal? Wollte ich dicke Waffen? Ja, ne? Ja. Nee. Was gibt's denn hier drin? Händler, da ist ein. Möchtet ihr euch unterhalten? Händler. Ach, das ist ein wandernder Händler. Ah, der Gast. Stab des Hungerns, benommen machender Hammer. Nein. Nein, nein. Es Sandsteingutes. Moment. Wie? Muss man den tragen? Das interessiert mich zum Beispiel. Wie kann euch das Domus Poli in Ordnung? Inventar, wo stehen die Slots? Da, 80, okay. Dann hat sich das wohl einfach erhöht. Boah. Gesundheit. Danke. Ich muss hier raus. Hier gibt's nämlich nichts zu holen. Wieso bin ich hier eigentlich drin? Frag ich mich. Hä? Ach, ich muss hier hin. Oder wie? Oder was? Nee. Keine Ahnung, wieso ich hier drin bin. Aber ich möchte raus. Ist das wieder eine Etage höher oder wie? Egal. Dann rennen wir halt. Ja. Keine Ahnung, was ich im letzten Part. Ach, ich bin hier richtig, cool. Das ist ein Templer, okay. Ja, was wollt ihr? Ich unterhalte mich für gewöhnlich nicht mit Fremden. Vor allem nicht mit solchen von eurer Statur. Fasst euch bitte kurz. Ich verstehe. Ihr solltet mit dem, was ihr sagt, sehr, sehr vorsichtig sein. Octien ist ein Templer und befindet sich als solcher in einer absoluten Machtposition. Und wer, wenn ich fragen darf, seid ihr? Octien, ohne sein Geständnis zu beschuldigen, ist nicht nur bedeutungslos, sondern widerspricht auch all unseren Verfahrensweisen. Selbst wenn das wahr wäre oder jemand es sogar bereits vermuten würde, müsste es von Octien persönlich bestätigt werden. Und dafür wäre ein Geständnis nötig. Da er jedoch nicht hier ist, um die Anschuldigungen persönlich vorzubringen, muss ich wohl annehmen, dass kein derartiges Geständnis existiert. So, mehr kann ich leider nicht für euch tun. Bitte behelligt mich in dieser Angelegenheit nicht weiter, vor allem nicht bei einer derart unzureichenden Beweislage. Wir haben bereits über dieses Thema gesprochen. Das Einzige, was ihn überführen könnte, wäre sein Geständnis. Und deshalb wird auch niemand Templer Octien im Livrarium behelligen. Okay. Dann muss ich mit Octien reden und ihn zu einem Geständnis bringen. Das Ganze. Nur. Das Ganze ist hier alles so verwinkelt. Ich komme hier gar nicht klar. Hallo.
Hi. Ich bin hier, um euch im Namen von Templerin Joriel ihr Bedauern auszurichten. Sie wünscht zwar, euch aktiver unterstützen zu können, wird jedoch durch das Protokoll daran gehindert. Ja. Was ihr von ihr erhalten habt, war eine offizielle Antwort. Ich bin nun hier, um euch eine andere Antwort zu geben. Eine persönliche. Meine Vorgesetzte hat Templer Octien schon seit längerem in Verdacht, die Verbrechen begangen zu haben, die ihr gegen ihn vorgebracht habt. Und genau wie ihr ist sie äußerst frustriert über seinen Status. Bitte gestattet mir, offen zu sprechen. Klar. Wenn ihr Templer Octien dazu bringt, seine Verbrechen öffentlich zu gestehen, wird euch Templerin Joriel dafür entlohnen. Sie wird in gewisser Weise eure Förderin. Ihr wollt, dass der Templer seine gerechte Strafe erhält? Dann müsst ihr ihn dazu bringen, seine Verbrechen auf irgendeine Art öffentlich zu gestehen. Wie euch meine Vorgesetzte zweifellos bereits gesagt hat, findet ihr den Templer im Levrarium. Ich würde vorschlagen, dass ihr es ebenfalls aufsucht. Nee, ist klar. Das hatte ich so oder so vor. Nachdem ich mir eine dickere Waffe geholt habe. Die ich mir aber... Ah, da ist der Schmied. Jetzt müsste der doch langsam mal was Neues haben, oder? Nee, es ist... Nur der Schmied. Kein Waffenhändler. Ich brauche einen Waffenhändler. Ja? Sie hier? Es gibt in Odessa Zahlen. Ich bin zwar nicht hier aufgewachsen. So. Alles so schwache Waffen. Chakram des Hungerns. Ist zwar stärker, aber nicht viel. Aber es ist dennoch ein Zuhause für... Kommt ruhig mal wieder vorbei. Ja, mach ich. Denn ich will einkaufen. Was? Was, Mann? Du verkaufst nichts? Die Schmiede ist heiß, Fremder. Ich will das Shakazam nicht unbedingt Waffen oder Rüstung. Nun reparieren. Ist, weil ich ein neues kaufen will. Das Shakazam. Moment. Was ist das für ein... Was ist das für ein Symbol? Boah, ich muss die Maus hier benutzen. Was ist das für ein Schwertsymbol? Seid gewusst. Bedeutet das Schwertsymbol etwa, dass es ein Waffenhändler ist? Wenn ja, dann wird's fett. Nein, hinter mir war der. Wo ich hier gleich auch noch reingehe. Schwertchen. Du. Hallo. Die Alpha besitzen mit Rathir eine beeindruckende Stadt. Aber Stein für Stein gesehen, würde ich Odessa zu den großartigsten Städten der Welt zählen. Zumindest, wenn es erst fertiggestellt ist. Leb wohl. Ich will bannen, nicht weiter skillen. Ich will eine dicke Waffe. Ich bin auf der Suche nach einer großen, guten Waffe. Sandsteingut. Hier ist ein Questgeber. Hier ist eine Heilerin. Ein Heiler. Gibt es hier drin überhaupt irgendwas? Außer dem Heiler. Da ist ein Schneider. Aber da will ich nicht hin. Nee. Milu, zu euren Diensten. Habe ich hier 10 Minuten mit nichts wieder verbracht. Aber das gehört halt dazu. Dieses Symbol. Oh. Was ist? Springen muss im Kingdoms of Amalur 2 auf jeden Fall eingebaut sein werden. Grüße. Hi. Ah, der Mais
Stab des Hungerns. Das sind alle solche Billigwaffen, Mann. Ist zwar alles stärker als das, was ich jetzt gerade habe, aber in Ordnung. Was richtig Dickes kaufen. Mann, dann halt nicht. Moment, dann reise ich wieder fort in eine andere Stadt. So. In Weißfels. Irgendwas Anständiges. Hier ist schon mal die Schmiede, dann ist das Gebäude ja dieses hier. So. Da sitzt er immer noch. Ich habe alles, was ihr braucht. Ja, ja. Er hat immer die gleichen Sachen. Weil das ist immer noch hier. Ist aber auch stark. Muss ich zugeben. Scheiße. Braucht. Jedenfalls, bis ihr mir sagt, was ihr braucht und ich eingestehen muss, dass ich es nicht habe. Ey, das ist wieder so eine Sache. Seht mal wieder vorbei. Wieso haben die immer die gleichen Sachen? Sonst haben die hier keinen Händler, oder? Was ist das für ein Kasten hier? Nö. Hier kann man einkaufen. Steht da zumindest. Wo ist das denn? Okay. Da liegt der rum. Hi. Was machst du denn da auf dem Boden? Ein Fremder. Tränke kann ich bei ihm kaufen. Super. Und kein Arbeiter eurem Gesicht. Auf Wiedersehen. Super. Super. Schlüssel zur Villa des Bürgermeisters. Ja. Dann reise ich mal dahin. Mann. Ich grüße euch. Ja, ich grüße euch auch. Das ist, scheint wenigstens eine Großstadt zu sein. Sehr, sehr große Stadt. Hi. Willkommen. Willkommen. Boah, die Stadt ist auf jeden Fall riesig. Scheiße. Und hier sind nur überall Händler. Ach, Söldner. Ja, Fremde. Oder Krieger, meine ich. Hier sind Kämpfer. Söldling. Keine Spielzeugsoldaten. Wie sie sich abhetzen, als stünden ihre Schicksal auflösen. 3000, nö. Zahle nicht mehr. Ah, ein Besucher. Ups. Was habt ihr denn heute für den alten Hai? Auf Wiedersehen. Ich dachte, das wäre eine Großstadt. Hier ist ja gar nichts. Tote Hose. Na, was haben wir denn hier? Ey, das ist ja wohl... Fremder! Wollt mich verarschen, oder? Ja, dann... Auf den Anhöhen von Menetüre wimmelt es nur so von Jotun. Muss ich auf diese Seite. Fremder?
das sieht hier schon vielversprechender aus. Ich komme meiner Waffe ja, immer näher. Ist doch schon mal gut. Ich bin hier die Quartiermeisterin. Ja, ja. Das sieht doch nice aus. Ja, Mann. Stufe 12, Körperschaden, Eisschaden, Chance Mana zu rauben. Gekauft. Obwohl ich das Mana nicht mag. Sagt mir, was ihr braucht und. Und jetzt sehe ich bestimmt einen Händler, der irgendwas Besseres hat. Naja, egal. Ist hier noch so ein Typi? Der hier nicht, ne? Habt ihr euch. Der arme Gavroch. Er ist ein Lehrling, der sich mit den Problemen eines. Mein Arm, an manchen Tagen träume ich. Nö, ich will keine Quest von dir. Ich möchte. Weapons. Dicke Weapons. Worum geht's? Nein, ich will doch gar nichts. Dahin muss ich. Na, sieh mal eine an. Naja, okay. Dann nicht. Eine Waffe habe ich ja, das. Die ist ja gut. Die rüste ich auch direkt aus. Kann ich euch helfen? Die ist auch deutlich stärker. Bumm, ey. Was haben wir hier denn noch für Skills? Ein Schild. Ein Schild. Ja. Wir sind Kämpfer, keine Spielzeugsoldaten. So, dann reise ich nach Weißfels. Ich hab's aufgegeben. Ich kaufe mir die dicke Waffe da. Schon habe ich mein ganzes Cash ausgegeben. Aber auch wirklich Hallo? Alles. Ich habe alles, was ihr braucht. Aber egal. Zack. Jedenfalls, bis ihr mir seht mal wieder. Die Waffe war gut. Boah, das sieht sogar geil aus. Ja, dann. Guck, das ist auch grün. Das ist cool. Ja. Ja, dann habe ich hier die Waffen. Ich reise eben noch in die. Nach Odessa und dann beende ich den Part. In diesem Part habe ich. Meine Waffen Stärke verdoppelt, würde ich mal sagen. Mindestens. Wo steht denn mein Damage? Das hätte ich gerne. Und diese Erdbebenfähigkeit will ich wohl ausbauen. Das scheint mir gar nicht mal so schlecht zu sein. Und das macht, du freist du die Gegner in deiner Nähe mit nach oben und lässt sie an, blablabla. Ja, das mache ich wohl später weiter, nachdem ich hier ein bisschen was ausgebaut habe. Ja. Aber irgendwas ist hier neu. Oder nicht? Da. Das war's? Was macht denn die schützende Welle? Whee! Ja, sieht ganz okay aus. Was ist denn hier schon wieder? Naja, danke fürs Zuschauen. Das waren 20 Minuten diesmal. Etwas längerer Part als sonst. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.